Mäusefreunde, der kürzeste Monat des Jahres ist auch schon wieder rum. Wir haben schon wieder März und deswegen wird es wieder höchste Zeit, euch auf dem Laufenden zu halten. Viel Spaß mit den Bernstein-Kanal-News. Aha. So, damit das Video nicht allzu lang wird oder nicht länger als es sein muss, starten wir direkt mal in die Themen. Wir starten natürlich wieder mit dem Rückblick, was gab im Februar hier auf dem YouTube-Kanal. Ja, im Grunde nicht viel anderes. Also ja, doch, gab ein bisschen mehr als im Januar, denn es gab zwar auch wieder die Pokémon-Kampf-Rangkämpfe, allerdings nicht so viele wie im Januar noch. Ich habe es ein bisschen runtergefahren, wohl auch, weil ich immer ein bisschen mehr an Teams bauen wollte. Weil ich nicht ganz geschafft habe, aber dazu komme ich gleich, warum und warum ich nicht dazu kam. Ich habe jetzt tatsächlich auch im Februar größtenteils mit Light-Teams gespielt, was okay ist, weil da kann ich ein bisschen was ausprobieren. Aber ich möchte tatsächlich jetzt auch mal mein eigenes Team bauen, jetzt in Season 4, die dürfte jetzt gestartet sein, oder startet noch, ist schon, glaube ich, gestartet. Und ja, deswegen kam ich in Pokémon-Kämpfe, sind auf jeden Fall auch ein Ding, auch wenn die jetzt gerade ein bisschen weniger oder nicht so häufig kommen, nicht so regelmäßig vor allem, die wird es auf jeden Fall noch weitergeben. Es gab zwei Reactions, nämlich wir haben zwei Events oder zwei Präsentationen mitgenommen, nämlich einmal Nintendo Direct am 8.2.2023, also ich habe sie nicht live mitgenommen, ich habe sie aufgenommen und dann am nächsten Tag meistens hochgenommen oder zwei Tage später oder so. Dann die Nintendo Direct, die ich wirklich echt gut fand im Großen und Ganzen. Was dabei, was mir gefallen hat, wo ich mich darüber gefreut habe, wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt. Und auf die Pokémon Präsenz, die kam ja jetzt vor ein paar Tagen, habe ich auch darauf reagiert, habe ich auch noch, also live auf Twitch reagiert, muss ich dazu sagen, habe ich auch im Video erwähnt. Und habe es dann auch nochmal hier hochgeladen, den Zusammenschnitt. Die fand ich nicht so gut. da war eigentlich noch Luft nach oben. Ja, und eine der Sachen aus der Direct, die mir sehr gefallen haben, war Metroid Prime Remastered, was ich dann direkt als Let's Play begonnen habe. Ziemlich, ja, ziemlich spontan tatsächlich auch. Ich war mir nicht sicher, will ich auf die physische Version warten? Oder dachte ich mir, nee, komm. Hol auf die digitale Version, du hast die GameCube-Version hier liegen, irgendwo im Regal. Also neben dem Kleiderschrank habe ich noch Regale stehen natürlich. Seht ihr gerade nur nicht. Da liegen auch irgendwo meine GameCube-Spiele und dementsprechend habe ich so die Pläne, die ich eigentlich hatte für den Februar, komplett über den Haufen geworfen. Aber gut, wenn so eine Ankündigung kommt und ich mich da wirklich drauf freue, warum nicht einfach mal mitnehmen. Metroid Prime Trilogie wollte ich sowieso mal irgendwann hier noch auf den Kanal bringen. Jetzt habe ich mit Metroid Prime Remastered angefangen. Ich hoffe, es kommen noch Teil 2 und 3 Remastered, würde ich echt geil finden. Ist aber erstmal jetzt noch Wunschdenken, wobei ich was gelesen habe, dass es sein kann, dass das eigentlich schon insgesamt auch fertig ist. Dass auch noch dieses Jahr oder irgendwie nächstes Jahr noch kommt. Was aber dafür widersprechen würde, was schade wäre, dass Metroid Prime 4 nicht mehr kommt für die Switch, aber ey, ich glaube, das habe ich eh jetzt mehr oder weniger abgeschrieben für die Switch und dass das eher für die nächste Konsole kommt. Ist auch egal, ich schweife ab. Das war tatsächlich schon videotechnisch hier auf dem Kanal. Außer ich habe jetzt irgendwas Gravierendes vergessen, was mir so wirklich gar nicht einfällt. Es gab noch ein paar Streams in diesem Monat. Wir haben einmal den Cuphead-DLC The Delicious Last Course durchgespielt. Ich glaube, das waren zwei Streams, da war es auch schon wieder durch. Aber war ein sehr schöner DLC. Kurz und knackig, hat mir sehr viel Spaß gemacht und damit habe ich jetzt Cuphead erstmal abgeschlossen, was aber, ne, abgeschlossen allerdings eher so in Anführungszeichen zu setzen, eher, weil im Grunde habe ich nicht die 100%, also zumindest nicht im Hauptspiel und DLC zusammen, weil ich noch die Bosse im Expertenmodus schlagen muss, wenn ich das richtig verstanden habe, was an sich eine Sache ist, die ich bestimmt nochmal angehen möchte, ich weiß halt nur noch nicht wann und deswegen kann ich da noch nicht sagen, wann das irgendwann mal kommen wird, also deshalb würde ich irgendwann mal, ne, wie ich dann halt Lust habe, könnte es kommen, ob es irgendwann kommen wird, will ich nicht mal versprechen. Das ist eine Sache, die ich immer auf die Liste lasse oder im Hinterkopf behalte, dass es so ein Ding ist, weil ich mal wirklich gar nicht weiß, was ich zocken soll oder will. Dann hat Cuphead vielleicht mal versuchen, Expertenmodus. Und dann geht's voll in die Hose. Dann haben wir noch schön Terra-Raids mitgenommen in Pokémon Kamisium Purpur. Also die Terra-Raid-Events, Quajutsu und Pikachu dürfen es jetzt im Februar gewesen sein. Also das Typ Wasser-Pikachu und das Typ Gift-Quajutsu oder die Titanen. Pokémon kann man auch einfach so sagen. Und damit werde ich auch weiter fortfahren. Also die kommen eigentlich recht gut an, würde ich behaupten. Aufruftechnisch, also sowohl aufruftechnisch als auch wirklich Watchtime-technisch. Und es finden wirklich einige Leute hier auf dem Kanal und alle, die das gerade hier vielleicht auch sehen, die heiße ich hier herzlich willkommen erstmal auf dem Kanal, ganz ehrlich. Danke, dass man den Kanal abonniert hat an der Stelle einmal. Ich weiß jetzt nicht, wie viele das davon sehen, aber ich muss es einmal loswerden tatsächlich noch. Es kommt vielleicht manchmal so ein bisschen zu kurz im Stream. Ich sehe merksam meistens erst nach dem Stream vor allem auch. Und vergesst dann im nächsten Stream drauf einzugehen. Deswegen, das müsste jetzt einmal gesagt sein, noch hier an der Stelle. Ja, und wir haben einen Stream Xenoblade Chronicles 3 genommen, nämlich aufgrund des Erweiterungspasses Paket 3, das erschienen ist. Wird es auch jetzt wieder häufiger geben, glaube ich. Und da ich jetzt schon so oft sage, was es häufiger geben wird oder allgemein geben wird, mit dem Rückblick, kommen wir direkt zum Ausblick. Hab schon gesagt, es wird die Rangkämpfe weitergeben. Metroid Prime Remastered wird natürlich beendet. Falls irgendeine Präsentation kommt, weil ich jetzt nicht glaube, dass ich recht jetzt mal mit keiner, wird darauf vielleicht noch reacted.
Ich weiß halt echt nicht, was kommen sollte. Außer, doch, die Super Mario Bros. Direct. Ob ich die mitnehme, weiß ich aber nicht. Weil das ist wieder eine andere Geschichte. Vielleicht, wenn ich da ewig an dem Abend streame, nehme ich es einfach nur live mit. Aber das wird dann wahrscheinlich auf Twitch sein. Ist ja, glaube ich, ein Donnerstag oder so. Oder so, wann es kommt. Ja, müsste ein Donnerstag sein. Nächste Woche nämlich. Und, ja. Ich dachte, das ist jetzt weniger Gaming bezogen. Ich freue mich sehr auf den Film, keine Frage. Könnt ihr mir gerne schreiben, was ihr, ob ihr auch gehypt seid auf den Film, auf den Mario Bros. Film. Ich gehe nicht oft ins Kino, aber da werde ich ins Kino gehen, definitiv. Nicht unbedingt zum Release des Films. Am 5. April habe ich sogar jetzt schon vorgezogen wieder, 2 Tage, glaube ich. Wenn ich es richtig mitbekommen habe. Oder das gehört nur für Amerika, ich weiß gerade gar nicht. Aber ich werde sicher im Laufe des Monats oder dann im Mai, wenn es dann noch dann drin ist, der Film, dann werde ich bestimmt noch reingehen. Also ich will den auf jeden Fall nicht verpassen. Ja, und dann bleibt natürlich für den Ausblick jetzt hier noch auf dem Kanal noch übrig, was ich ja letztes Mal schon angekündigt habe, nämlich immer noch Blossom Tales the Sleeping King. Wie gesagt, hatte ich jetzt für den Februar komplett über den Haufen geworfen. Ich werde aber erstmal mit Metroid Prime Mastered bändern, aber das Spiel geht ja nicht allzu lang, wenn ich gleich ganz ehrlich, deswegen das sollte eigentlich noch klappen. Und dann hätte ich vielleicht noch was, oder bräuchte ich vielleicht noch was für den Steam. Gut, ich habe jetzt gesagt, Steam wird jetzt wieder kommen. Wenn die Terra wird es dann noch geben, da ich im Moment nur einmal auf YouTube streame, ist da nicht so viel Luft eigentlich. Vielleicht werde ich auch mal wieder auf 2 Streams, aber das hängt davon ab, wie ich auf mein Twitch-Projekt vorankomme, sag ich ganz ehrlich. Und ich habe immer noch vor, Minecraft die Quest das hier so ein bisschen auf dem Kanal zu verewigen, aber da ist mir im Moment, muss ich gestehen, auch wenn es ein bisschen schade ist um das Projekt allgemein, bei mir persönlich ein bisschen Luft raus, aber das hängt auch wieder mit anderen Sachen zusammen, die ich einfach priorisiere. Ist jetzt nicht so, dass ich gar keinen Bock mehr drauf habe und jetzt aufhören wollte oder so. Das ist nicht der Fall, definitiv nicht. Dafür hat mir so zu viel Spaß gemacht mit den anderen. Aber ist, glaube ich, allgemein so im Februar so ein bisschen zurückgegangen, so bei allen. Weil halt alle irgendwie so neue Spiele gespielt haben oder darauf Bock hatten. Da dachte ich, okay, ist, wie gesagt, nehme ich mich jetzt nicht raus. Ja, und was ich aber gerne noch in Streams irgendwie vielleicht mal beginnen würde jetzt bald, ist vielleicht mal ein neues Retro-Achievement-Projekt, weil das ja jetzt schon länger her ist wieder. Gut, ich habe auf Twitch noch die Donkey Kong Country Retro-Achievements gespielt. Da wollte ich auch noch schon längst einen Zusammenschnitt zu bringen. Vielleicht kommt der auch mal jetzt im März, mal gucken. Und ja, aber ich weiß noch nicht, was ich genau jetzt spielen will. Ich habe einerseits, weil ich bei Strolli, schaut gerne mal mit dem Kollegen vorbei, werde es auch vielleicht mal irgendwie hier einblenden. Ich schaue bei ihm Banjo-Tooie gerade, das Let's Play, und ich habe deswegen richtig Bock, eigentlich jetzt die Banjo-Tooie Retro-Achievements mal anzugehen. Dann hätte ich quasi auch die Banjo-Kazooie-Spiele, zumindest da, wo es Retro-Achievements gibt, und die ich auch selber schon mal gespielt habe, die Spiele, die hätte ich dann abgehakt. Allerdings habe ich auch richtig Bock auf Super Mario World 2 Yoshi's Island. Allein, weil ich Yoshi's Island schon ewig nicht mehr gespielt habe. Und ich einfach allgemein Bock auf das Spiel habe. Und das würde ja passen zu meinem Plan vom letzten Jahr, mal häufiger 2D Mario zu bringen. Ach ja, habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber ich muss das jetzt mal angefangen. Ich wollte jetzt schon so lange, seit Anfang des Jahres eigentlich, wöchentlich zumindest mal ein Mario Maker Video die Woche bringen. Ich glaube, ich werde das jetzt mal wirklich in Angriff nehmen. Und wenn jetzt im März wieder nichts kommt, dann tritt mir mal bitte im April oder 5. April in den Hintern, dass doch was kommt. Außer ich hab keinen Bock darauf, da schreibt's mir gerne. Dann lass ich's doch bleiben. Aber ich hab da selber Bock drauf, ich will mich da mal ein bisschen reinwuseln, sag ich mal. Einfach weil Mario Maker ein Spiel ist, das echt gut ist. Das eigentlich auch sehr viel Spaß macht, aber ich spiel's viel zu selten. Und das ist halt echt schlecht schade ums Spiel, ganz ehrlich. Wenn man alle Spiele spielen will, die man hat, ey, dann kommen ja zu nichts mehr. Gut. Ich glaube, ich habe jetzt genug genannt, was es hier geben könnte, hier im März auf dem YouTube-Kanal, neben dem, was jetzt gerade noch läuft, natürlich. Gehen wir direkt rüber zum Twitch-Kanal, weil den kann ich, glaube ich, auch recht zügig abhaken. Es gab 2 One Piece Odyssey-Streams im Februar, Anfang Februar sogar nur. Es gab dann noch es gab mehrere Streams, glaube ich, wo ich noch Terra Raids mit euch gemacht habe. Die Pokémon kommen und Pupo natürlich. Vor allem aber habe ich zwischendurch mal 2 Kämpfe bei Rising Pokéball, also falls ihr noch nicht wusstet, ich nehme bei dem Pokémon, kam ich in ein Popo-Event, Rising Pokéball teil, falls ihr noch nichts davon gehört habt, das kann gut sein, jetzt Link gerufen von Taijin oder Super Taijin auf Twitch heißt er, und Stand jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, habe ich 7 von 8 Orden, also das heißt, es fehlt nur noch ein Orden, damit ich mich für die Top 4 qualifiziere, was ganz gut ist, und das ist ja so ein Ding, was ich eigentlich auch noch in den Ausblick gerade hätte bringen können. Ich habe tatsächlich alle Kämpfe aufgenommen, ich wollte nochmal nachfragen, ob es okay wäre, die Kämpfe vielleicht auch dann hier als Video zu veröffentlichen. Dann würde ich es genauso antreiben quasi als Ersatz vielleicht zum Beispiel für die Rangkämpfe, wie ich das auch aufgezogen habe. 2 Kämpfe pro Folge wahrscheinlich. Und vielleicht auch 3, je nachdem, weil die Einzelkämpfe gehen am meisten schneller, aber es sind 6 gegen 6 Kämpfe. Deswegen gehen die noch länger als so die Rangkämpfe, die es bisher auf dem Kanal gibt. Ja, das dazu, das war so Pokémon Kampf und Popo-Content auf jeden Fall, das wollte ich nur mal erwähnt haben.
Und es gab einen Minecraft Equestris Abend, da wollten wir eigentlich den Enderdrachen stürzen. Lief nicht ganz so wie geplant, weil das in dem Modpack, das wir spielen, anders läuft, ins End zu kommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wie, man braucht glaube ich ganz viele verschiedene Augen. Und die haben wir glaube ich noch nicht zusammen alle, meine ich. Deswegen ist auch so ein bisschen glaube ich bei Equestris so ein bisschen die Luft raus gewesen danach. Ich kann mir echt vorstellen, dass das auch ein Grund war, dass das im End so kompliziert war, dass da irgendwie die Lust so ein bisschen verflogen ist. Nicht komplett, wie gesagt, ne? Ja, warum es aber nicht viel mehr anderes gab jetzt im Februar, war einfach, oder ist dem neuen Spiel, oder was im Februar erschien, Hogwarts Legacy geschuldet, weil das gab es danach quasi nur noch, mehr oder weniger, bis auf die paar Ausnahmen, habe ich eigentlich nur noch Hogwarts Legacy gespielt und ich bin gefühlt noch lange nicht am Ende des Spiels. Also vor allem, wenn ich nach Prozenten gehe, 49% habe ich aktuell, ja, da habe ich quasi die Hälfte vom Spiel, ne? Deswegen, ich mache jetzt hier auch gerade keinen großen Ausblick, glaube ich, für den Twitch-Kanal, weil es wird Hogwarts Legacy weitergeben, priorisiert. Dann wird Hogwarts Odyssey noch weitergespielt. Vielleicht werde ich das nochmal zwischendurch schon mal wieder einschieben jetzt, mal gucken. Und wenn dann noch irgendwie Puffer ist, ich will auf jeden Fall wieder was mit euch zocken, irgendwie mal einen Abend zumindest mal, mindestens ein jetzt mal im Monat wieder, müsste ich mal einplanen. Wo wir dann entweder Mario Kart oder Mario Party oder so zocken. Pokémon sehe ich da jetzt mal nicht mit zu, auch wenn das auch gemeinsam gezockt werden kann. Aber da sind halt meist maximal, ja gut, Mario Party ist auch maximal 4 Leute. Das ist auch kein Grund, den zu nennen. Okay, aber Mario Kart könnte man ja mit bis zu 12 Leuten spielen, ne, sag ich jetzt mal. Da kann man immer noch durchwechseln, wenn es nicht anders geht. Ich glaube, ich mal voll kriegen würde. Jetzt bin ich schon zum Ausweg gekommen, ich hätte noch zu erwähnen, aber habe ich ja gerade schon bei YouTube erwähnt, die Live-Reaction auf die Pokémon-Präsenz jetzt vom vergangene Woche oder jetzt in der Woche. Ja, das war's dann aber auch schon. Ja, wie gesagt, im Grunde bin ich dann schon auch am Ende angekommen. Erwartungsgemäß eine recht kurze Folge. Und da ich gerade, also Hogwarts Legacy ist ein tolles Spiel und damit ihr auch einen kleinen Eindruck gewinnt, wie ich dieses Abenteuer erlebe, habe ich hier noch ein paar Ausschnitte für euch. Ob ich jetzt da nicht rüber hochkomme? Oder muss das hier ein bisschen weiter weg stehen, damit der da rüber springt? Kann ich da nicht einfach reinfliegen, ich Idiot? Man kann sich auch schwer machen, das Leben, ehrlich. Ich komme für den Vieh nicht mehr runter. Was geht hier jetzt ja? Warum runter jetzt hier? Jetzt fliegen wir immer schneller. Was ist jetzt los? dreht er sich jetzt um? Ist klar, Junge. Ey, hallo. Was mit meinem Spiel passiert? Ist wie ein nettes kleines. Der läuft komisch, der Junge. Hä? Kommen immer herein. Sehen Sie sich ruhig um. Jetzt dreht sich nicht mehr um. Ich gebe jetzt zur Flurflamme und teleportiere mich direkt wieder hin. So. Was ist das für eine Scheiße heute? Jetzt mal ehrlich. Gibt's doch wohl nicht, oder? Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ja, kann sein. Siehst du doch. Und jetzt? Da wäre selbst Merlin stolz. Das ist jetzt eine Prüfung. So, das war's dann auch schon eigentlich mit den News. Was ich ja auch noch mitnehmen wollte seit diesem Jahr, ist immer so ein bisschen zu erzählen, was ich noch so privat gezockt habe. Also, da arbeite ich ja vor allem an meinem Pile of Shame, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Und ich habe tatsächlich ein Spiel, was schon ewig auf diesem Pile of Shame bei mir liegt, abschließen können, dank der Switch Online Bibliothek mit den Gameboy-Spielen. Ich habe nämlich direkt, als das rauskam, und danach der Direct, Super Mario Land 2 6 Golden Coins angefangen und auch beendet, wobei ich da zugegeben nur Nötiges und Unnötiges gespielt habe. Also, ich bin vom Level zu Level gehüpft quasi. Habe jetzt nicht unbedingt Secret Level mitgenommen, wenn es nicht sein musste, oder habe damit abgekürzt, je nachdem.
Wobei, das war dann noch der Zufall. Und hab im Grunde dann die 6 Münzen gesammelt, hab den finalen Boss geklatscht und dann war das Spiel für mich quasi auch schon abgeschlossen. Quells gesehen, reicht für mich, von Paul auf Shame geflogen. Danach habe ich noch Wario den 3 begonnen. Bin noch, glaube ich, da schon sehr weit, aber ich habe es noch nicht abgeschlossen. Ne? Deswegen Wario den 3 auch ein super Spiel, habe ich sehr viel gespielt als Kind auf dem Game of Color, aber ich habe es nie beendet. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich irgendwann nicht wusste, das ist ein bisschen kompliziert. Oder war für mich damals kompliziert, weil alles auf Englisch. Ich konnte, glaube ich, damals noch kein Englisch. Ja, ich habe Englisch erst auf der weiterführenden Schule. Ich glaube, da habe ich kein Wario den 3 mehr gespielt, so wirklich mehr. Und dann muss man sich quasi mehrere Level merken, wo man jetzt mit einem bestimmten Power weiterkommen kann. Und da ist man, glaube ich, irgendwann durcheinander gekommen. Wobei ich jetzt rausgefunden habe, so die gefühlte 20 Jahre später, dass man einfach in diesem ersten Level quasi zu dieser Figur, zu dieser Hidden Figure heißt es im Spiel, gehen kann. Und die sagt einem quasi, in welchem Level man gerade Progress machen kann. Ich habe gedacht, okay, ja, gutes System, dass man das eingebaut hat, wusste ich damals halt nicht. Jetzt bin ich schlauer und deswegen kann ich das jetzt auch gemütlich durchspielen, also relativ gemütlich. Gemütlich auch in dem Sinne, weil man im Spiel, glaube ich, nicht sterben kann. Dafür kann man aus Bosskämpfen quasi rausgeschmissen werden, da muss man wieder aus von vorne machen. Ist auch ein bisschen nervig, ist quasi, als würde man in einem anderen Spiel sterben, ne? Deswegen... Man verliert halt nur kein Leben, das ist der Unterschied. Aber ey, ganz ehrlich, Wario Land 3 ist für mich jetzt auch so ein Spiel, das nehme ich mal mit auf die Liste für die Retro-Achievements auf jeden Fall. Genau wie Super Mario Land 2, wobei ich da nochmal in die Achievements allgemein reingucken will. Wenn da irgendwas Speedrun-mäßiges bei ist, was ich mir vorstellen kann, bei Mario Land 2 zumindest, dann könnte es kniffliger werden. Aber allgemein habe ich Bock auf die Spiele deswegen, also das sind so Sachen, die vielleicht mal irgendwann hier oder auf Twitch dann als Retro-Achievement-Projekt kommen, ganz ehrlich. Habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. So, damit möchte ich auch die Folge beenden. Ich habe jetzt hier gut 15 Minuten Aufnahme, aber das ist wahrscheinlich wegen den Clips noch ein bisschen länger für euch, ist ja auch wurscht. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag und wenn euch die News gefallen haben oder das Video allgemein gefallen hat, lasst doch ein Like da. Schreibt mir gerne noch in die Kommentare, was ihr vielleicht mal gerne sehen würdet, weil dann kann ich mich auch da noch nachrichten, dann... Abgesehen von den Ausblick, weil ich jetzt alles genannt habe, die Pläne, kann man ja noch alles umschmeißen, wie jetzt im Februar auch. Dann kann ich noch andere spielen, dann ist ja auch nicht so schlimm. Und ja, an der Stelle verabschiede ich mich einfach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Öl. Euer Vasukasu.